machen. Ja, das ist irgendwie richtig, okay, awkward, mit der Kamera zu reden. Also, ja. Da, hi. Hi. Sag ja richtig awkward. Ja, das ist unser Question, wie heißt das, Q&A-Video. Wir haben jetzt some Q&A. Genau, wir haben euch ja gefragt, ob ihr uns Fragen stellt unter dem Video, was wir an Silvester gemacht haben. Leute, zuerst einmal, wir sind bei 1000 Subscribern und das ist mega geil. Wir finden es mega krass, dass wir jetzt nach einem Jahr schon 1000 Subscriber haben. Das heißt, dass 1000 Leute actually denken, dass unser Video genug cool, unsere Videos cool genug sind, dass sie uns, dass sie uns sehen wollen. Und wir, ja. Okay, Frage Nummer 1. Wie haben wir uns alle getroffen? Um vielleicht mit dem Channel anzufangen, Aya und ich kennen uns vom Cosplayen auch, von so kleinen Treffen in 2010. Und wir haben ja dann den... Das war 2009. Ja, das erste war 2009. Und es gab früher, vielleicht wisst ihr auch immer noch, aber wir gehen nicht mehr hin. Solche Treffen an Hauptbahnhöfen, was eigentlich richtig awkward war. Ich habe die zwei kennengelernt, indem ich war in einem Teen Wolf Gruppenchat und ein Kumpel hat irgendwie gemeint, irgendjemand wäre lachsfarben und dann hat er einen Screenshot reingeschickt und dann habe ich ein Ronan Lynch Bild gesehen. Das war von Ellie. Und ja, dann habe ich es einfach angeschrieben. Und dann haben wir eine Gruppe zu dritt aufgemacht. Ja, dann haben wir zusammen gecosplayt und dann habe ich Noah, den ich schon sehr lange seit der Schule kenne, dazu mit eingeladen. Und dann habe ich über Twitter habe ich eine Teenage Mutant Ninja Turtles Gruppe gesucht und habe dann Cody getroffen. Yeah. Und dann haben wir zusammen gecosplayt und dann, okay, dabei. Und dann war er auch mit in der Gruppe. Und das ist eigentlich so die ganze Story von dem Lachsfarben. Ja. Und das erste, was ich dir geschrieben habe, war: What do you know about Welsh Kings? Die zweite Frage ist, ob irgendjemand von uns datet oder wir, ja, genau, ob wir untereinander daten und ob, und was war die andere Frage? Und wie lange wir uns daten. Aber wir daten uns jetzt alle seit wir also uns wir kennen. Daten uns, ja, wir sind alle miteinander in einer Fünferbeziehung. Das ist ziemlich gay. Nein, also wir sind alle ziemlich in love mit each other und ja. Und ansonsten haben wir so gerne nur... Rebels das halt machen. Ja, genau. Ja. Also keiner von uns datet große offiziell Gruppen irgendjemand anderen. Also, große Gruppen. Ja, genau. Und jetzt hör auf. Also und alles ist chill. Das bin ich. Ich finde es auch nicht. Ich finde es auch, dass ich hier so 110 Tage in ja Leben habe. Die nächste Frage ist, wie alt wir sind. Nein. Das kann ich sagen. Also nein. Also, ich würde sagen, wir sind einfach durchschnittlich 20. Ja, also wir sind auf jeden Fall über 18, falls das ist, worauf die Frage hinzielt. Ja, ja, knapp. Und ob Noah unsere Gruppe joinen wird? Ja. Nö. Ja. 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 Ich sorge für die Stimmung. Schon da. Wie haben wir angefangen, also warum und wie haben wir angefangen mit den Videos? Ja. Also wir haben angefangen mit den Videos, weil ich weiß gar nicht, warum wir das, wir haben ja mit dem Raven... Mit dem Robinski-Video. Weil wir das schon seit 1000 Jahren machen wollten und es nie gemacht haben. Ja, also wir sind eigentlich alle relativ interessiert generell an Filmen und an allem, was so kreativ ist. Ja, und also ich kann jetzt nur von mir reden, aber ich wollte eigentlich immer schon Filme machen und deswegen war ich so. Das ist eine einfache Art, Filme zu machen. Man hat einen Charakter und kann sich was um den Charakter herum man ausdenken. Braucht viel Budget. Learning by doing. Genau. Ja. Die nächste Frage ist, was sind unsere natürlichen Haarfarben? Ach du Scheiße. Blond? Ich hab irgendwie sowas. Ich hab, glaube ich, so wie deine Haarfarbe jetzt ist. Auch irgendwie sowas. Hell? Ich hab irgendwas Helles. Und ich auch so braun. Braun. Welches Pairing mögen wir am liebsten? Und welcher, welchen Charakter spielen wir am liebsten? Hallo, kannst du mal aufhören. Also Chip ist bei mir absolut mein OTP. Joshua, also Tyler Joseph, Josh Dunn, 21 Pilots. Und ich glaube auch mein Lieblings-Cosplay ist Josh Dunn. Oh. Und, aber halt so Raven Cycle ist auch sehr close. Also Gensei und Scoff ist sehr close an meinem Lieblings-Cosplay, weil es auch einfach so gemütlich ist und so beides meine Charaktere sind mit den und Nathan Prescott. Oh. Den darf ich nicht vergessen. Nathan Prescott ist sehr wichtig. Ja. Ich kann die Frage tatsächlich nicht beantworten. Ich habe zurzeit irgendwie gar kein richtiges festes Ship. Lass mein Boot einfach segeln. Und? Lass uns. Ja, ich hab euch. OT5. Ja, OT5. Definitiv, auf jeden Fall.
Ja, und Lieblingscharakter, den ich cosplay, ich habe echt keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nicht mal wirklich richtig vollendete Cosplays. Ja, also es ist voll schwierig, so random ohne Fandom, aber ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, habe ich ein Lieblingsship? Nee. Also ich ship ziemlich viel. Ja, Louis mit sich selbst, oder was? Mit deiner rechten Hand. Ah. Jetzt wird's aber traurig. Und Charaktere, die ich am liebsten trage, Charaktere, mit denen ich gerade geflasht bin, hauptsächlich. Also, das ist halt das Schlimme. Kavinsky ist auf jeden Fall was, was ich immer gerne trage, aber ansonsten eigentlich auch, also einfach das, was gerade geil ist irgendwie. Das, was kommt. Ja. Nein, ich hab keine Ahnung. Ich will keine Chips oder Charakter mobben. Ja, ich will meine Charakter nicht mobben. Bei mir kommt es halt auch immer super krass darauf an, was ich gerade flashe und was nicht. Ja, und es ändert sich ungefähr so. Wobei, meine Flash halten eigentlich immer so ein Jahr und dann ändert sich, dann kommt irgendwas Neues. Und oh Mann, ich will jetzt irgendeinen Charakter sagen, den ich am liebsten cosplay, aber ich weiß es nicht. Ich cosplay ja, Andrew super gern aus Fox Accord, weil er klein ist und ich auch klein bin und ich das immer appreciate, wenn Charaktere klein sind. Okay. Was haben wir für die Zukunft noch für Cosplay- und Videopläne? Viel. Also hinter uns seht ihr gerade einen Teil unseres Set-Designs für das neueste, das auseinanderfällt. Geil. Video. Das ist unser allernächstes Projekt. Ich weiß, ich muss mit Dreampack ist momentan sehr in. Ja, da kommt noch was. Ja, Teen Wolf haben wir mal drüber geredet. Ja. South Park muss denken, noch aber bei South Park. Wieso steht und die Ravens. Ich würde gerne ein Interview mit einem Vampir cosplayen. Oh. Was ist da dran jetzt so? Oh, das ist ultra geil. Ja, ist es auch. Ja, auf jeden Fall. Das war ja ein gutes Oh. Wenn ich jetzt mal sage, dann klinge ich wie voll der Anime-Trash im Gegensatz. Ah ja, Aaron Jäger. Und Aya und ich wollten noch Free and Yuri und Ice machen, das tut mir leid. Und Marco. Jean. Marco. Aaron. Was? Aaron. Haben wir Videopläne? Ne, Videopläne. Sorry. Outsider. Outsider, ja. Wir sind halt so grob am Überlegen, was man machen könnte. Brainstorm. Wir machen das eigentlich echt spontan, ja? Das Naturvideo. Ja, wir machen demnächst bei einer Kollaboration mit mehreren YouTube-Channels, die auch CMVs machen. Und zum Thema Natur, also Nature. Und das wird wahrscheinlich auch ein THC-Video. Also, das wird passieren. Okay, Leute. Leben wir alle in derselben Area oder ist es schwierig für uns zu treffen und zu filmen? Wir wohnen alle woanders. That's fucking hard, man. Wir wohnen alle woanders und das, ob das so schwer ist, das variiert. Ja, kommt halt wir arbeiten an, halt wer fast und was alle. Und wo und wie das mit der Arbeit klappt. Also wir machen es halt, wir versuchen halt so oft es geht, aber es ist schon schwierig, weil wir nur an den Wochenenden können, wenn überhaupt. Und dann müssen halt noch alle irgendwie rumfahren. Also wir wohnen jetzt nicht super weit weg. Okay, wir wohnen alle im Abstand zwischen von 2 und 4 Stunden. Aber halt so, dass man fahren kann. Ich habe erstmal noch eine Frage an überhaupt, also zum Thema Content. Wir gehen ja öfter auf Cons und wir wollten generell einfach mal nachfragen, weil wir da halt auch ein bisschen was gefilmt haben und so. Ob das von Interesse wäre, sich, dass wir halt so ein bisschen was Con, nicht Vlog, aber halt schon irgendwie so Con-Videos. Denn wir sind richtig scheiße am Hochladen. Haben wir festgestellt. Also wenn euch das interessiert, wäre das cool, wenn ihr uns sagt, ob euch das interessiert. Und dann, genau, wollten wir noch eine Ansage machen. Und zwar hat Noah auch einen Channel, der heißt Auf Humble Cats and Ghosts. Ich habe halt einfach irgendwann angefangen, das Ganze zu filmen, was wir machen. Und ja, da sind halt so Videos mit der Schere dabei. Ja, ist so voll nervös. Ja. Oh, ihr hört mir alle zu. ja, da habe ich einfach angefangen, uns random zu filmen. Und das ist eigentlich im Prinzip. Ein paar Videos sind davon wirklich einfach nur, wie wir in Real Life sind. Ja, da kommt halt auch sowas in die Art wie CMVs, aber halt eher so dein Material, was wir entweder nicht für CMVs benutzt haben oder was ich halt einfach den Abend über gefilmt habe, weil ich das gern mag. Also folgt Noahs Channel. Er wird hier verlinkt. Auf seinem Gesicht. Ja. Weißt du überhaupt, wie sowas geht? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es auch nicht. Wir werden das herausfinden, nur um das zu tun. Oh, entweder werden wir es herausfinden oder ihr guckt einfach mal unten in die Beschreibung. Ja, guckt einfach in die Beschreibung. Aber auch nur, wenn ihr wirklich
was mit mir zu tun haben wollen. Ah, ja. Das zwingt euch keiner. Apropos, wir haben letztens zum ersten Mal auf einer Con jemanden getroffen, der uns actually wegen Videos angesprochen hat. Und das war die So. Und das hat uns übertrieben gefreut. Wir waren mega geflasht. Und ich war gar nicht dabei. Ja, Noah war nicht dabei, Noah konnte nicht in dem Moment. Ich habe dann aber sofort, als ich es erfahren habe, habe ich die Person erstmal gestalkt. Ja. Also weil das war zu tun hatte. Haben wir alle. War sehr cool. Ja, ich das nicht. War richtig cool. Das können alle Leute tun und wir weinen dann. Wenn ihr uns kennt und was bist du für ein Hurensohn? Ja, immer gerne ansprechen. Wenn ihr uns wir freuen uns sehr. Wir sind zu 100% awkward, cool. Müssen wir. Ja, aber trotzdem freut es uns. Innerlich freuen wir uns. Ja. Okay, cool. Das war mal wieder super unnötig. Alte Menschen. Alte Menschen. Es tut uns super leid, dass wir so richtig schlecht in sowas sind. Ich weiß nicht, ob ihr jemals von der Kamera in der Kamera geredet habt, aber es ist weird. Ja. Also judge uns bitte nicht darauf basieren, wie wir hier mit der Kamera reden, weil wenn ihr mit uns in Real Life redet, sind wir auch awkward, aber nicht so schlimm. Doch, ich bin in Real Life eigentlich sogar schlimmer. Also sprecht uns vielleicht an, dann so lernt ihr mehr kennen, wie wir sind. Danke für 1000 Subscriber.